Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die Woche 4 Challenges aus Season 3 raus. Dazu werde ich euch in diesem Video alle Lösungen zeigen. Wenn natürlich in Zukunft auch keine weiteren Challenge-Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen. Außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Dann wird es nämlich auch weiter oben im Algorithmus vorgeschlagen. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal die ganzen Challenges. Diese Woche gibt es leider einen ganz kleinen Bug mit dem Leaken der Challenges. Normalerweise werden immer alle Challenges geleakt. Diese Woche sind allerdings 9 Challenges geleakt und es gibt ja eigentlich immer nur 7 Challenges. Deshalb werden wahrscheinlich nicht alle davon jetzt auch letztendlich diese Woche reinkommen. Ich werde es allerdings dann auch nochmal in die Kommentare schreiben, welche Challenges dann wirklich drin sind und welche nicht. Ich zeige euch in diesem Video aber trotzdem natürlich alle Lösungen von wirklich allen Challenges und ich würde sagen, wir beginnen dann direkt mit der ersten Challenge und zwar muss man Truhen bei Salty Springs und durchsuchen. Leichte Challenge. Einmal einfach in Salty Springs ein paar Kisten durchsuchen. Insgesamt 7 Stück. Danach geht es weiter nach Holly Hatches. Dort muss man dann einmal 3 Kills machen. Als nächstes geht es dann weiter einmal nach Pleasant Park und dort muss man Ringe in der Luft sammeln. Das ist die gleiche Challenge, die wir, glaube ich, letzte Woche schon in Lazy Lake hatten. Und dafür muss dann eben einfach, wenn man aus dem Battle Bus springt, muss man einfach hier runterfliegen und dann werden Ringe auftauchen. Dadurch muss man einfach durchfliegen und dann hat man das Ganze auch schon. Als nächstes geht es dann einmal in den Süden der Karte und zwar müssen wir hier bei Motorboot Mätzchen einmal eine Runde absolvieren. Ist eigentlich keine wirklich schwierige Challenge. Dafür müssen wir uns einfach einmal ein Motorboot schnappen und dann eben halt dort zum Start fahren. Danach werden auch die Ringe direkt angezeigt, die man dann eben halt fahren muss. Ich kann euch jetzt einmal ganz kurz die Strecke zeigen. Eben gerade was irgendwie verbuggt, also wenn es nicht funktionieren sollte, müsst ihr es einfach nochmal probieren. Auf jeden Fall müsst ihr einmal für die Strecke hier, wie gesagt, nur die ganzen Ringe verfolgen. Ist nicht wirklich schwierig. Das einzig Schwierige ist eben halt, dass man nicht zu weit fährt. Notfalls hat man aber auch keine Zeitbegrenzung oder so. Also das ist eigentlich tatsächlich relativ leicht. Wie gesagt, dann einmal hier nur herum. Die Ringe bleiben auch irgendwie bestehen. Ich weiß auch nicht, ob das so sein soll. Wirkt irgendwie alles ein bisschen verbuggt tatsächlich. Aber letztendlich ist es keine sonderlich schwierige Challenge. Und die Runde ist auch nicht wirklich lang. Wie gesagt, es gibt keine Zeitbegrenzung. Das heißt, ihr habt eigentlich unendlich Zeit, um diese Runde zu absolvieren. Dann nehmt einfach Ringe wieder von der anderen Seite und dann habt ihr das Ganze auch schon geschafft. Am Ende bekommt ihr hier auch noch so eine Bestätigung mit Feuerwerk und dann habt ihr auch die Challenge schon geschafft. Dann müsst ihr als nächste Challenge einmal in Frenzy Farm landen, das heißt irgendwo in diesem Gebiet. Und dann müsst ihr in derselben Runde unter den letzten 25 sein. Geht natürlich am leichtesten in Team-Modus, da man dort rein theoretisch eigentlich schon ab Beginn Top 25 sein könnte, wenn natürlich in allen Teams immer jeweils 4 Leute sind. Aber ansonsten dauert das eigentlich auch immer am kürzesten in Teams. Ihr könnt auch einfach solo gegen Squad da reingehen und dann habt ihr es auf jeden Fall easy. Sollte aber trotzdem insgesamt eine sehr leichte Challenge sein. Als nächstes geht es dann weiter in Sweaty Sands und zwar muss man hier vor der Kamera insgesamt 10 Sekunden tanzen. Die Kamera befindet sich hier vorne am Steg, direkt neben dieser kaputten Stelle. Dort ist auch eine Tanzfläche und dann muss man eben halt, wie gesagt, nur einmal hier irgendeine Emote insgesamt 10 Sekunden lang ausführen. Als vorletzte Challenge muss man dann nochmal Munitionskisten bei Simi Stacks durchsuchen. Sollte auch nicht wirklich schwierig sein. Es befinden sich ja relativ viele überall verteilt. Und dann noch als allerletztes muss man einmal zur The Authority gehen und dort muss man Gegnern Schaden hinzufügen. Insgesamt 500, auch eine relativ leichte Challenge. Allerdings, wie ich schon am Anfang angesprochen habe, werden sehr wahrscheinlich nur 7 von den 9 Challenges tatsächlich am Ende dann im Game sein. Und deshalb werden aber trotzdem natürlich die einzelnen Challenges irgendwann hier im Video erwähnt werden. Allerdings gibt es eben halt, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nicht alle. Also wundert euch dabei nicht, wenn bei euch nicht alle Challenges, die ich jetzt vorgelesen habe und euch gezeigt habe, wenn die dann nicht am Ende im Game sind. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.